bin heute mal hier in Emden unterwegs, nämlich das erste Mal in Emden, so gesehen, für euch natürlich, mit mir natürlich, weil eigentlich hat die V2 eine gewisse Person gebaut, aber dazu kommen wir später, denn wir gucken uns heute mal die V2 der V-Emden-Karte an, nämlich Emden hat, wie gesagt, ein neues Update rausgehauen, nämlich die V2 und das ist ein kompletter Revamp zu dieser alten, grauen, bisschen billig aussehenden Karte. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. So, als erst natürlich sehen wir schon, ich habe hier ein paar Items schon unten meiner Taskleiste und ich habe hier auch eine G-Klasse, also komplett blank gefahren oder blank fahren tue ich hier nicht durch Emden. Aber ich habe, wie gesagt, Emden schon damals aktiv gespielt, bevor halt dann die V2 kam. Aber Leute, wir werden jetzt erstmal hier vorne fahren. Nämlich, wir gucken uns die neue Karte an und das erste, was auffällt, wir haben hier Herbst. Ganz genau, wir haben hier Herbst mit richtig realistischen Bäumen. Das können wir hier in dem Mond gerade sehen. Natürlich können hier noch da ein paar Bugs auftreten, aber wir gucken uns mal trotzdem die V2 an und ihre coolen Features zum Beispiel. Eine Sache auf jeden Fall, die jetzt hier neu ist in der V2, ist nämlich eine Karte, die, naja, wie GTA aussieht, kann man sagen, von den Farben her. Also auf jeden Fall sehr clean und strukturiert. Natürlich eins, was man sagen muss, der Fall hier unten, der fällt wirklich kaum auf. Das hat schon mal Barpo gesagt. Aber den müssen wir auf jeden Fall noch in eine andere Farbe halt eintunken dann so gesehen. Oder größer machen, eins von beiden. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den neuen Toolshop. Der ist auf jeden Fall richtig cool. Ist der Obi, den es auch in Emden gibt. Fast an der gleichen Position. Der ist ein bisschen offset. Aber das ist auf jeden Fall hier der Obi. Und den können wir kurz mal schnell ausrauben. Komm, wir rauben mal kurz schnell, während wir hier alles zeigen, den Obi aus. Ich sehe gerade, ich habe noch kaum noch Munition. Ich muss mal Munition halt hier irgendwie nochmal, kaufen gehen. Auf jeden Fall, wir rauben ihn aus. Erstmal hier. Einmal wieder her, das Geld her. Geld her, sofort. So, nämlich der Trick, dass man halt, ja, das schneller machen konnte, ist jetzt auch gepatcht. Lustigerweise hat das, glaube ich, einer im Bug-Report mal gesagt, nachdem der das Video von Gaming Area gesehen hat. Auf jeden Fall, ja, kurz gesagt von Gaming Area dafür, dass halt der Bug jetzt so gesehen durch mich selber gepatcht ist. Das ist lustig. Anyways, auf jeden Fall, sicherlich seht ihr schon in meiner obersten Ecke, da steht Admins und das war's dann auch schon wieder. Ganz einfach, weil Leute, um das kurz und knackig zu halten, ich kann auch hier was einsammeln, so, zack, jetzt. Nämlich, ich habe die ganze V2 gebaut, ganz genau, falls ihr nicht wusstet, ich bin jetzt so gesehen offizieller Bilder von Emden. Das heißt, wenn, ja, Sachen gebaut werden in Emden, dann wisst ihr ganz genau, ich war dran schuld. Und das ist nicht mehr dann halt Passi oder Kevin dann wie damals. So, wir haben das ausgeraubt. Wir fahren jetzt weiter. Wir haben vom Server eigentlich. Ich glaube, wir haben die aktuelle normale Zahl, wie immer, 34 Leute. Auf jeden Fall, die Serverkapazitäten müssen auf jeden Fall nochmal hochgeschraubt werden zum Testen. Aber Leute, das ist jetzt erstmal fürs Erste soweit okay. Wie gesagt, ich glaube, die meisten haben sich ja eh auch immer im echten Emden an einem Krankenhaus oder in der Innenstadt getummelt. Deswegen, wir fahren mal in die Innenstadt hier. Und das Erste, was wir hier schon haben hier in der Innenstadt, was uns auffällt, wir haben hier komplett neue Ampeln. Die sind auch richtig ultra realistisch auf jeden Fall. Und habe ich lustigerweise von meiner echten Ampel abgebaut, die ich im Zimmer hängen habe. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch den Hauptbahnhof mit dem Bunker. Nicht in Emden haben die auch so einen coolen kleinen Bunker hier. Und ich will noch eine extra Folge dazu machen, zu Secrets in Emden, deswegen soll ich nicht so viel zeigen. Aber zum Beispiel hier, in Anführungszeichen, kleines Secrets, einfach nur hier ein kleiner Tunnel, der hier ist. Aber was auch noch richtig cool ist hier in Emden, nämlich sind die Züge. Es gibt hier in Emden am Hauptbahnhof zum Beispiel auch Züge und wir sehen, da ist schon der erste Zug und der fährt auch von selbst weiter. Und das Coole dazu kommen wir gleich noch. Aber dieser Zug, wie gesagt, der hier in Emden fährt alleine und man kann auch sogar innen reingehen. Also reingehen können wir auch mal gleich machen noch. Das zeige ich alles nach Step by Step, wie gesagt. Und dieser Zug, wie gesagt, der fährt hier durch Emden da seine Torturen durch. Und ist mega, mega cool auf jeden Fall, Leute. Nämlich nimmt den Update gerade einen neuen Job, nämlich den Zugfahrer. Und den gucken wir mal kurz mal hier an. Dafür müssen wir einfach zum Busdepot hier hinten fahren. Zack, perfekt, stark. So, einmal anhalten, einmal abschließen. Und wir müssen hier gerade noch meine Sterne weg haben, weil wir haben Wanted-Sterne gerade. Okay, das ist kein Problem. Das können wir ganz easy fixen, indem wir kurz um die Ecke hier fahren. Nämlich da in der Nähe ist schon der Crime-Hangout. Der wird auf der Karte nicht eingezeichnet hier. Aber wir können auf jeden Fall diesen besuchen gehen, einmal kurz. Nämlich, wir fahren dann mal einmal kurz zur Feuerwache, denn da... Ja gut, ist so ein halbes kleines Secret, weil es da auch ein öffentlicher Ort ist. Oh mein Gott! Auf jeden Fall, wenn ich fahren könnte. Dann auf jeden Fall können wir kurz zur Feuerwehr fahren und können einmal kurz da bei der Feuerwehr uns schnell das Geld, ja, besser abziehen lassen als Crime, nämlich im Crime-Bunker, den es jetzt gibt. Und da fahren wir kurz dafür in den Wald hier, in den Spooky-Wald. Und da sehen wir schon, hier ist so ein kleiner Pfad. Ich muss versuchen, hier irgendwie nicht wegzudriften, weil die G-Klasse hat noch Driftreifen drauf, weil das in der V2 nicht mehr so angebracht ist, aber in der V1 war es auf jeden Fall ultra angebracht. So, wir fahren mal kurz hier rein. Zack, und da sehen wir schon, wir sind hier jetzt im Crime-Bunker auf jeden Fall. Und hier im Crime-Bunker, wie gesagt, läuft unsere Zeit um das Schnellere ab. Wie gesagt, der Crime-Bunker befindet sich ungefähr, wo bin ich? Ja, hier, wo der Dealer 4 gerade sitzt, also wenn er nicht da ist, ungefähr neben der Pfütze, so kann man sagen. Und wir sehen auf jeden Fall, unser Geld rattert ganz schön schnell runter hier. 3 Ticks
pro, ja, Sekunde kann man sagen, also 3 Sekunden pro die 1 Sekunde in Real Life. Auf jeden Fall geht das rasend schnell, würde ich sagen, wir nehmen es jetzt gleich, wenn wir dann fertig sind mit dem, ja, Geld abgeben. So, die letzten 5 Sekunden vergehen hier wie im Flug auf der, ja, gesuchten Zeit. Und wir waren auch mal kurz, oh, da kommt gerade noch einer rein, warte mal, wer ist da? Hallo? Aha. Da kommen aber gerade welche Randoms reingelatscht. Egal. Wir fahren jetzt weiter, denn jetzt können wir kurz einmal den Zugjob angucken, weil da brauchen wir halt keine Wanted-Level. So, zack, einmal raus hier und jetzt fahren wir kurz schnell zum Zugjob, denn da am Zugjob können wir dann, wie gesagt, dann den Zug dann auch nutzen. So, wir fahren mal kurz schnell zum Zugjob und werden dann da, wie gesagt, den Zug annehmen. Der Zug, wie gesagt, braucht einen Game Pass und werden wir gleich den Zug fahren, zeige ich euch oder sage euch, warum man eigentlich wir uns entschieden haben, einen Game Pass dafür zu nutzen. Ich komme ein bisschen wie doof vor, wenn ich die ganze Zeit das sage, dass ich das so gesehen aus Entwickleransicht rede. Aber das ist einfach die Realität, Leute. Das ist einfach die Realität. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall hier ranmachen an den Zug. Einmal kurz hier parken. Rascht. So. Laternen umgenagelt. So muss es sein. So. Dafür müssen wir mal mit dem Busfahrer reden. Und dann sehen wir schon Train Operator. Einmal draufklicken. Start Shift. Und wir sehen schon, wir werden instant in den Zug rein tippet. Und wir sehen gerade, der Zug, der fährt gerade, wie viel fährt der? 120 km/h hier in der Ecke auf jeden Fall. Und ja, wir können auf jeden Fall jetzt mit dem Zug mal ein bisschen Gas geben auf jeden Fall. So. Und 130, wie gesagt, das maximal. So, da müssen wir kurz einmal anhalten. Denn hier kommt jetzt eine kleine Haltestelle. So, wir versuchen nochmal die anzuhalten. Dann nehme ich, okay, ich habe irgendwie 10 XP erhalten, obwohl ich ihn hier angehalten habe. Sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das so ein Bug ist. Wie gesagt, es gibt noch viele Bugs, die noch behoben werden müssen. Aber das ist natürlich Zeit nach Zeit. So, einmal anhalten. Zack. Okay, war nur extra Geld. Okay. Und wie gesagt, mit Blinker, die jetzt, by the way, auf Y und C gelegt sind, oder gegebenenfalls im Englischen dann halt auf Z, weil die Amerikaner haben halt da anscheinend ein Y und Z stehen, dann können wir auch hier unten Zug-RP machen und sehen hier, da bin ich, der Zugfahrer. Ganz genau. Wir fahren weiter. Und warum eigentlich der Zug überhaupt so teuer geworden ist, ist ganz einfach. Weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt auf der ganzen Karte nur ein Schienennetz. Und das ist das hier, was wir jetzt hier abfahren werden, einmal kurz, in dem Job. Und, ja, was wollt ihr lieber? Wollt ihr halt den Game Pass for free haben und dafür habt ihr dann 10.000 Züge, die eventuell ein bisschen laggen könnten oder gegebenenfalls auch halt, naja, dich blockieren. Oder willst du ein realistisches Ereignis oder Erlebnis haben, wo dann die Leute halt, wie gesagt, nicht immer den Zug fahren, weil das was Besonderes bleiben soll in Emden und dafür halt, wie gesagt, dann hier halt nicht blockiert werden. Und deswegen gesagt, okay, lass das so machen. Wir machen den hohen Preis, dass nicht jeder sofort kauft, weil das was Besonderes bleiben soll. Aber wiederum soll man halt auch was noch für, dafür kriegen. Und deswegen kann man hier in Emden Zug fahren. By the way, die Signale aktuell machen keinen Einfluss. Man kann dafür über Rot fahren. Das ist einfach nur als Deko-Element so. Aber dieser Zug bringt natürlich noch viel mehr coole Möglichkeiten mit sich. Und ich hoffe mal, hier wird gleich einer eventuell mit gut Glück zufallmäßig über die ja, Gleise latschen. Nämlich, was auch passieren kann, ist, dass man vom Zug getötet werden kann. Oder gegebenenfalls andere Sachen noch in der Nähe des Zugs passieren werden. Wie gesagt, dazu ein Secret-Video dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier gerade ein bisschen Zug. Wie gesagt, man kann auch die Hände loslassen. Der Zug fährt einfach von alleine, muss nur W und S drücken. Und dann passt das schon. Oh, jetzt ist ein bisschen langsamer fahren, nochmal kurz hier. Jetzt kommt gleich eine nächste Haltestelle, weil es gibt insgesamt 3 Haltestellen. Wie gesagt, die Karte ist riesig. Und dafür, dass man einen Zug hat, der auch wirklich im Kreis fährt und 3 Haltestellen bietet überhaupt, ist das schon richtiger Luxus hier. So, wir fahren mal langsam hier jetzt die Strecke an und werden einmal kurz dann wieder hier halten. Ich höre schon stop your train in the next station for rewards. Also das heißt, wir halten jetzt hier an. Oh, immer langsamer und langsamer werden. Und stopp. Und schon bekommen wir unsere XP. Und das Coole ist, Leute, wir haben auch wie in der alten Karte die Card-Spawner nur hier oben verteilt. Das heißt, einer hier und einer am Hauptbahnhof. Und jetzt sicherlich fragt euch, warum eigentlich nur an diesen Orten und warum nicht halt, weiß nicht, wo noch anders. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Nämlich, der Gedanke dahinter war, dass man mit dem Zug, der hier auch automatisch fährt, also ohne Spieler, dass man den nutzt, auf jeden Fall, dass man hier, ja, den Zug nutzt, vernünftig, nicht so wie in Hamburg, weil in Hamburg hat den halt keinen Nutzen und nutzt auch keiner. Und wenn man den hier nutzt, dass man dann auch zu seinem Car-Spawner kommt. Hört sich ein bisschen ekelhaft an, ist auch vielleicht ein bisschen ekelhaft, aber in Bezug auf Realismus und sowas ist das schon was ganz Cooles. Und was auch cool ist, kann ich aber leider hier im Privatserver jetzt nicht zeigen, weil es halt das schwer zu zeigen ist, ist nämlich auch, dass wir hier, haben wir inzwischen eine Brücke und diese Brücke, wenn wir die halt, ja, ich sage jetzt mal nicht ignorieren, aber wenn wir halt diese, obwohl doch, wenn die Brücke, genau, andersrum, wenn die Brücke, ja, hochgeht durch einen Zug, dann werden wir auch zwangsstoppt, also das heißt, der Zug wird extra vor uns gestoppt und dann, ja, haben wir halt einen zwangsstoppten Zug. Das ist auch ein sehr cooles Detail. So, wir bremsen mal jetzt hier ab. Hier kommt die nächste Haltestelle, die wir auch schon am Anfang abgefahren haben, meine ich. Oder auch nicht, eventuell. Und ich würde sagen, wir halten nochmal hier an und werden dann einmal kurz dann bei der nächsten
Area dann, das heißt auf dem Hauptbahnhof, dann aussteigen. Und dann kann ich euch das andere Coole noch zeigen vor diesem Zug hier. So, Türen auf. Man kann auch lustigerweise, auch wenn wir nur rechte Türen aktuell haben, kann auch die linke Tür aufmachen. Oder man kann auch, während beide Türen sind, auch einfach losfahren. Das funktioniert auch. Also auf jeden Fall sehr viele Details und Features hier, die der Zug auf jeden Fall schon mal bietet. Und wie gesagt, der Zug kann auch natürlich auch töten. Das zeigen wir natürlich jetzt, wenn wir kurz mal zum Hauptbahnhof fahren. Man kann auch folgendermaßen machen. Man kann auch während der Fahrt einfach Space drücken und dann aussteigen. Und wir sehen schon, hier kann man auch operaten wieder. Das heißt, wenn man rausfällt, aussehen, kann man wieder hier rein operaten oder reingehen. Und wir sehen dann, macht der Zug kurz einen Stopp hier einfach und lässt uns raus, dass wir raus können müssen, nicht auf den nächsten Bahnhof warten. Aber wenn wir das einfach konstant ignorieren, weil wir noch zum Hauptbahnhof fahren müssen, schließt die Türen und dann fährt von selber. Und wir sehen schon, wir können hier hüpfen, hier passiert nichts. Wir können hier, was können wir noch hier? Wir können auch hier drin schießen, rein logischerweise. Hier wieder passiert nichts und wir haben hier unsere komplette Ruhe im Zug. Das ist doch mega, mega cool. So, wir warten nochmal kurz, dass der Zug hier aufmacht, die Pforten. Das haben wir schon hier aus. Und ja, ich weiß, der Hauptbahnhof ist noch ein bisschen hoch. Da muss man auf jeden Fall noch was bisschen dran ändern, auf jeden Fall. Das wird auch wieder in der Zukunft gemacht. Aber was ich noch zeigen wollte, ist ein kleines Feature vom Zug, nämlich das Sterben. Wenn ich mich hier vorhin stelle und dann mal kurz den Sound ein bisschen lauter mache, bevor der Zug gleich losfährt, dann haben wir folgendermaßen. Ein kleines Geräusch. Auf jeden Fall richtig funny, so ein Cartoon-Geräusch und Platschgeräusch. So, Zugfahrer tot, Zugfahrer kündigt seinen Job, ganz einfach. Und wir sehen schon, wenn wir hier zum Beispiel tot sind, können wir ganz einfach wieder zum Zug teleportieren. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich hier kündigen. So, zack. Easy, okay. So, dann müssen wir noch kurz zum Parkplatz rennen. Nämlich der ist da. Und wie gesagt, es gibt hier sau viele Sachen zu erkunden auf jeden Fall. Also einfach das Spiel mal auszuprobieren jetzt und einfach mal anzugucken. Lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt. Und ihr merkt ja auch schon gerade hier im Chat oder ihr merkt ja gerade hier beim Spielen. Wir haben jetzt hier so in die Richtung 120, 140. Also auf jeden Fall gut genug FPS, um flüssig damit zu zocken. Wenn man jetzt bedenken würde, dass die Karte irgendwie zu groß sei oder halt zu Lags führen könnte. Natürlich alte Sachen wie die Bank ausrauben gibt es auch noch. Natürlich nur noch revamped, also komplett neu gemacht. Aber ich würde sagen, Leute, die ganzen Sachen zeige ich euch dann in einem separaten Video, wenn es dann wieder heißt Emergency Emden, gegebenenfalls Notruf Emden, Leute. Unter anderem, wenn wir kurz mal hier lang fahren, gibt es sogar noch ein neues, ja, Event, ein... Hallo, fahr doch mal! Er ist aber eingeschlafen beim Fahren. Hallo! Gib doch mal Gas! Oh nein, der Busfahrer ist eingeschlafen. Och nein, das ist so schlimm. Ich überhole ihn jetzt einfach. Was ich sagen wollte, ist einfach, auf jeden Fall, dass, wir haben jetzt hier noch ein Event sogar am Laufen, nämlich ein Halloween-Event. Nämlich der fliegende Holländer hat wieder hier jetzt ein Halloween-Event. Ja, das werde ich nochmal separat, also morgen in einem Video zeigen, gegebenenfalls in einem Stream. Aber auf jeden Fall, wie das funktioniert, wie gesagt, wird es auf jeden Fall noch ein separates Video zu geben. Auf jeden Fall noch dazu, wie genau das Halloween-Event funktioniert, ich nicht alles durcheinander schmeiße hier. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, das Spiel aus. Link dazu ist am ersten Kommentar angepinnt. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch dann hier in Notruf Emden sehen würde.